Hey ho! Zweiter Teil der Trilogie vom. Kommen wir auch näher? Vom Mann, der keine Ahnung hat. Vom arme Ritter. Und ja, was machen wir heute? Wer hat eine Idee? Namorüber. Wir machen heute arme Ritter Burger. Ganz genau. Mit den Burger Patties habe ich mir auch noch was überlegt. Und als Bann nehmen wir natürlich arme Ritter. Aber nicht irgendwelche. Die sehen wir gleich drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Geh mal rüber, leg mal los, werd mal groß und vielleicht satt. Genau. So Leute, da wären wir wieder. Wir haben einmal Hackfleisch, das wird jetzt gleich noch gewürzt. Dann haben wir dieses Mal Cheddar und natürlich Bacon. Den Bacon darf Manu dann auch gleich ein bisschen vorwurzeln. Wir werden heute wieder den Backofen vorheizen und dann zum Warmhalten im Backofen das Ganze. Zwiebel, die werde ich hier gleich in dem Ding hier klein schreddern. Und dann haben wir hier ein richtig schönes Kastenweißbrot. Da muss ich jetzt gucken, wer am schönsten hier die Scheiben abschneiden kann. Dann natürlich wieder unser Ei-Milch-Gemisch. Da kommen jetzt noch zwei Eier mit rein, damit es auch ausreicht. Burgerpresse, die kleine dieses Mal, weil mit dem habe ich was ganz Spezielles vor, habe ich gesehen. Und dann habe ich hier auch noch ein bisschen Panko-Mehl. Tja Leute, dann tue ich jetzt mal erst einmal das Zeug hier schnell auf die Seite, damit ich Platz habe. Weil zuerst tue ich jetzt die Zwiebel schreddern, Zwiebel da rein und dann Salz, Pfeffer, Paprika ordentlich durchkneten, natürlich mit der Handschuh, und danach hole ich euch schon wieder dazu. So Leute, das Hackfleisch wäre soweit durchgeknetet, eben wie gesagt Salz, Pfeffer, Paprika und fertig. Und ja, jetzt nehmen wir uns Knödelchen, die nicht allzu groß sind. Ich möchte möglichst dünne Patties haben. Ich weiß nicht einmal, ob das jetzt schon zu viel ist. Dann tun wir das hier drauf. Schauen, was dabei rauskommt. Ja, so in der Richtung stelle ich mir das vor. Also richtig schöne Teile, dünne. Warum? Einfach, dass sie knuspriger werden. Jawohl. Da bereite ich mir jetzt einfach schnell noch ein paar vor. Reiß es doch einfach auseinander, das Backpapier. Ja, so was habe ich im Moment bei mir. Ja, glaubst du, ich habe die anders zusammengerissen? Ah, ein bisschen zusammenbollern. Was? Ein bisschen zusammenbollern, verknödeln und wieder ausbreiten. Das jetzt habe ich das Blut gemacht. Ja, ja, genau. Ja. So, bitteschön. Na. Gehen Sie weg hier. So. Ja, und genau so mache ich jetzt noch den Rest. Also wer von euch hat jetzt einen konkret krass geraden Schnitt drauf? Ich nicht. Weichei. Spatzel? Ich kann das machen, ja. Dann mach. Wie hätten Sie denn gerne? Ja, so eineinhalb, zwei Finger dick. Auf alle Fälle breiter als ein Toastbrot, als er normal ist. Einfach schöne dicke Scheiben. Oh, 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 oh. So? Ja. Ey, sieht gut aus. Ja, genau. Gut, du darfst schnibbeln. Haben wir schon gesehen, dass das was wird? Dann kann ich die Cam dabei ausmachen. So, meine Lieben. Der Bacon ist angebraten, der ist schon im Backofen. Und ich habe ja gesagt, ich habe mit den Patties noch was vor. Zumindest jetzt am Anfang mal nur mit einem. Und zwar tun wir da ein bisschen
Panko-Mehl drauf. Also bloß mit ein bisschen Eipampe. So. Eine Seite. Der Opti-Grill heizt schon vor, habe ich glaube ich schon gesagt. Dann einmal umdrehen. Und dann gucken wir nämlich mal, wie das Ding wird. So, ist fertig. Tja, und dann heißt es gleich, die ersten zwei Patties, eins pur, eins mit Panko, ab auf dem Opti-Grill. Und sobald die auf dem Opti-Grill drauf kommen, darf Spatzel die zwei Scheiben, wo ich hier zurechtgelegt habe, in der Pfanne antoasten, die erste Seite. Genau, so machen wir das jetzt. So, Dalle, Speisen einlegen. Ich habe auf scharfes Angrillen ein. Jetzt haben wir die ersten zwei Patties da drauf. Manu hält übrigens gerade die Campkrampfhaft fest. Und als nächstes werde ich halten. Ja, Schwarze, dann darfst du die zwei Toastscheiben, was ich hergerichtet habe, da eintauchen. Ja, leg sie doch einfach mit der Hand rein, die erste. Das ist ja nur, wenn sie dann mit Ei voll gesaugt sind. Ja, deswegen, mein Schatz. Ja, die dürfen ruhig ein bisschen sich vollsaugen. So, ist in Ordnung? Ja. Gut. Und dann gleich in die Pfanne. Und dann putzen wir die Scheiben nämlich parallel dazu raus. Weil die Patties sind ja nicht arg dick. Die sind nämlich gleich schon fertig. Gleich sind wir fertig in 20 Sekunden. 15, 17, 16, 15, 14. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Na komm schon, jetzt. Könnten noch ein paar Minuten, mein Schatz. Ja, irgendwie könnten sie ein bisschen mehr Farbe bekommen. Ja. Klappe zu. Oh, dann nehmen wir die raus. Naja, viel bringt es anscheinend nicht mit dem Panko-Mehl, zumindest nicht im Opti-Grill. Na komm her, du Feigling. Aber ansonsten, naja, in der Pfanne könnten sie fast schöner werden. Hm? Sollten wir vielleicht bei den nächsten ausprobieren. Das machen wir auch. So, Freunde, unter Einsatz meiner Finger, heiß, 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 habe ich jetzt den Opti-Grill noch umgebaut, schnell mit auf Grillschale. Ja, dann machen wir mal den Backofen auf hier und holen mal die ersten zwei Scheiben raus. Ja. Einen Ketchup brauche ich bitte noch. Ja. Dann hauen wir unten rein ein klein bisschen Ketchup. Hier kommt schöne Scheibe Cheddar drauf. Ja. Ist das fertig? Gut sein jetzt. Denke ja. Schon. Ja. Und ja, was soll ich sagen? In der Pfanne sehen sie heute tatsächlich besser aus. Aber da gehen sie mehr auf. Platter sind die anderen. Aber das mit dem Panko-Mehl kann man fast weglassen. So. Dann oben nochmal eine Scheibe Cheddar drüber. So, ach komm. Ja, eine reicht. Eine reicht. Den Deckel drauf. Und dann legen wir das Ganze nochmal kurz im Opti-Grill, bis der Käse schön geschmolzen ist. Hau da ruck. Ja. Ja, von oben drückt die Platte nochmal drauf. Ja. Da hauen wir gleich die nächsten in die Pfanne. Und dann brauchen wir eigentlich bloß noch warten, bis die
der Burger im Opti-Grill soweit fertig ist. Und dann kann man schon wieder probieren, während weiter produziert wird. So, Leute, und wenn das nicht reicht, reicht gar nichts mehr. Spatzel tut im Hintergrund gleich noch die nächsten machen und wir haben hier den Bacon vergessen. Spatzel? Ja. Hast du mir mal ein paar Bacon? Tja, so kann es gehen in der Hektik. Aber das macht jetzt gar nichts. Da greife ich jetzt einfach so zu, der ist ja noch schön warm. Thema erledigt, Bacon drauf, einmal durchschneiden. Den schneide ich jetzt der Länge nach. Oh, heiß, 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 heiß. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Tja, und dann werden wir den gleich anfangen zu verspeisen. Habe ich dir vergessen zu sagen, ich bin Vollblut-Vegetarier, gell? Okay? Das ist mir wurscht. Ja, und dann probieren wir das ganze Konstrukt mal. Lass es schmecken. Jo. Die andere Seite mit dem Panko. Macht nicht viel Unterschied. Aber Leute, das ist geil. Wollen wir uns gemütlich hinhocken? Gute Idee. Bis nachher. Oh, ich kann nicht mehr. Aber es gibt ja noch ein Video heute. Oh ja. Oh, Edgebatch, ich kann noch, ich hab jetzt so viel gegessen wie der. Das halte ich jetzt für Gerücht. Der hat doppelt so viel gefressen. Ja. Ah, warte mal. Der hat doch nochmal einen gekriegt. Halt, warte mal. Stimmt. Egal. Leute, ich muss sagen, diese Variante, arme Ritter als Burger, richtig, richtig geil, richtig top. Man hätte natürlich noch Tomaten drauf tun können, Salat und, aber meiner Meinung nach, bisschen Ketchup unten hin, dann der Cheddar-Käse, die Patties drauf, nochmal ein Cheddar-Käse, Deckel drauf, kurz überbacken nochmal, der Cheddar-Käse so richtig schön verlaufen. Und der Bacon, mein Schatz. Das wollte ich gerade fragen. Und der Bacon, den wir danach noch drauf genau. haben. Jetzt hätte ich fast schon wieder vergessen. Richtig geil. Richtig geil. Das stimmt. Also, als Bann so ein armer Ritter jederzeit wieder. Aber nicht jeden Tag. Ich würde sagen, das war wirklich ganz klasse. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Weil das muss halt ein reicher Ritter gewesen sein, der wohl ein armer Ritter gewesen ist. Da ist so viel Fleisch und dem Ganzen drum und dran. Und der Käse und das Ganze, der arme Ritter, der muss ein dicker Kaltbeinchen kitten. Ja. Ja. Es war auf jeden Fall richtig lecker und deftig, auf jeden Fall. Ja, war eine geile Variante, ja, oder? Gut, jetzt kommt noch der Dachtisch und da wird mein Auto wahrscheinlich nur noch mit 30, 40 Stundenkilometer fahren. Ja, den kugeln wir danach dann raus. Ja. Leute, nächstes Video dann noch. Arme Ritter, süß. Also, Dankeschön. Richtig lecker. Der arme reiche Ritter. Ja, also bis zur nächsten Runde. Tschüss. Tschaikowski.